Wir bauen eine Seilbahn von unserem Dachboden. Dafür haben wir als erstes ein Loch in unser Hausdach gesägt. Der Startpunkt von der Seilbahn ist auf jeden Fall schon mal auf einer guten Höhe. Als nächstes haben wir damit angefangen, den Dachboden aufzurollen. Es lagen unglaublich viele alte Bretter rum, die wir rausschmeißen mussten, bevor wir den neuen Boden verlegen konnten. Zum Schluss haben wir dann noch vor dem Haus eine riesige Schnitzelgrube gebaut, in die man am Ende von der Seilbahn reinspringen kann.